Edmund Seil, bin Eichholz Arnulf, Vulgo Ohatz, und möchte euch heute gern eine lustige jagerische Geschichte erzählen. Zusammengeschrieben hat es in Kremter Form vor ca. 60 Jahren der Hans Wagner. Passend tut es der Marderbiss. Die Seppin hört bei der Nacht einmal ein Mordskrawall im Hörnerstall. Und sie ruft die Ton in der Kammer und sagt: Mein Gott, ist das ein Jammer! Im Hörnerstall geht's da mich um und kein Mannsbild um mich dumm. Der Knecht ist mit den Ochsen aus, der Bauer sauft im Dorf wird's Haus. Das Dirndlermann drauf leid: Oh mei, wird leider hohnelästig sein, der tut, wie es jeder Lothar macht, wird lebendig erst bei Nacht. Der Fuchs ist, schreit die Bärin drauf, der frisst uns alle Hirn auf. Nix ist, sagt das Dirndl, bloß einmal. Nix rührt sich mehr im Hörnerstall, aber am Bauern her wird sein Ofen. Da gehen die Weiber wieder schlafen. Noch grau war's und der Wind tut pfeifen, da geht die Bärin Hörner greifen. Im Hörnerstall ist alles still, aber wie sie die Tier aufmachen will, fort aus dem Stall ein schwarzer Wurzel, mit einem Schwanzlang so ein Stutzel, und schon ist er wieder weg. Ein paar Schwunden hinter dem Stodel liegt. Ja, und erst wie die Seppin das Licht und Rad. Da schreit sie und ist desperat, weil wirklich wahr, es ist ein Graus, wie ein Schlachtfeld, schaut's du aus. Für die meisten Hörner, die sind hin, drei huckelt in die Nester drin, klein zerrupft und noch ganz schichtig, und dann der Guckel ist nicht richtig. Er hat gekämpft, man sieht's ihm an. Ja, weil ganz blutig ist der Hahn. Zwei Federn stehen auf nackten Stelz, die eine schwarz, die andere weiß, und die zeigen wie vergangener Nacht, der Hahn beraubt ward seiner Pracht. No, und das verstummt der Bäuerin Blären, war es nötig nun zu klären, was für ein Luder ihm vollbracht, den Hühnermord verwichener Nacht, und man holt zur selben Stunde rasch herbei den Jagermunde. Er untersucht im Schnee die Spur, oh, das kann sein, ein Marder nur, er verfolgt die Dritte und stellt fest, im Stadel ist das Mardernest. Der Feldzugsplan wird rasch gemacht, der Marder wird jetzt umgebracht. Die Bäuerin stellt sich mit einem Besen dorthin, wo das Loch ist gewesen, in das der Marder selbiges Mal geschlafen ist, in Hörnerstall. Mit einer Gabel muss der Bauer den Stadel eckstehen auf der Lauer. Und die Toni, jagbar, droht und drohen, kriegt in die Hand einen Ketenbund, muss mit dem Munde auf den Dämm das Malermistviech suchen gehen. Die Toni scheppert mit der Keten, tut auf den Heilstock umtreten, in das der Munde spannt den Hund noch, damit der besser schießen kann. Und hier, da oben hinter dem Sporn, da ist was Dunkles rogelig geworden. Der Munde schießt, die Toni schreit, der Jager flucht, jetzt hab ich ihn gefallen. Der Marder wie der Wind hupft aus dem Stadel geschwind. Gehör du nur, der gemeines Viech, da schau, wie ich dich jetzt da stich. Aber statt des Marders trifft der Zinken der Bärin Fuß, und zwar den linken, sodass sie laut vor Schmerzen brüllt, und da sie ohnehin schon will, haut sie dem Bauer, was nicht edel, mit dem Besen über den Schädel. Dieser Kampf und dies Gezeter war des Marders Lebensretter. Er eilte sich mit einem Ruck in den Stadel wieder zurück, kletterte auf das Gebater, dort stand die Toni als ein Prater. Und der Marder nahm als Rettungsmittel und der Toni ihren Kittel. Die Toni schreit, der Munde ruckt der Marder zusammen, als wir verhuckt, und damit er ihn kann fangen, muss er unter den Kittel longen. Als der Marder aber gespürt, dass man ihn wieder malträtiert, beißt er mit Maunzen und gepauchter armen Toni in den Bauch, zwickt der Munde in die Protzen, tut die Toni scheißlich kratzen, windet sich dann schlangengleich aus dem gefährlichen Bereich, holst über Träme, über Sporen, bis zu der Lucken, die ganz vorn. Naja, bis der Munde schussbereit, war das Marderlein in Sicherheit. Ja, es wird Nacht nach diesem Großkampftag, man denke drüber, wie man mag, doch eines sei bestritten nicht. Samariterdienst ist Christenpflicht. Du macht dann jetzt so unser Munde um einen Seppenhof die Runde. Holt dann eine lange Leiter, steigt ins Fenster und so weiter. Das und so weiter, das stimmt nicht. Der Munde ist kein Bösewicht. Er untersucht mit kundigen Blicken die Spuren von des Marders zwicken, streicht Hosenschmer auf Leinen auf und legt es auf die Wunden drauf. Du Marderbisse heilen schwer, und das verpflichtet umso mehr, durch unser braver Jagermunde behandelt es ja brav, die Wunde. Ja, ein halbes Jahr getrieben hin,
Der Bauer sprach zur Bäuerin: Du, sag einmal, was ist denn das? Die Toni wird das wie ein Fass. Sich selber, sagt die Bärin drauf, die geht das wie ein Tropfen auf. Das ist ein Geschwulst, das weiß ich gewiss und kämen ist von Marderbiss. Wettmannsdank, weiterhin alles Gute, bis zum nächsten Mal. Für dich, bleib sehr gesund.